Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in dem Video erklären, wie man mit Unterabfragen in SQL umgehen kann. Es gibt prinzipiell zwei unterschiedliche Arten von Unterabfragen. Nämlich einmal Unterabfragen, bei denen man einen Wert zurückbekommt und den dann einsetzt. Und eine zweite Art von Unterabfragen ist, wenn man mehrere Werte zurückbekommt und die dann mit der anderen Abfrage verknüpft. In diesem Video soll es um Unterabfragen gehen, die mehrere Werte zurückliefern. Außerdem kann man für Unterabfragen feststellen, dass sie entweder eigenständig ausführbar sind, das heißt, man kann sie auch vorher testen, was man später einfügen möchte, oder dass sie nicht eigenständig ausführbar sind, weil sie korreliert sind mit der umgebenden Abfrage. Wie ist jetzt der prinzipielle Aufbau einer solchen Abfrage mit Unterabfrage? Das sehen wir hier links unten in dem Pseudocode. Das heißt, wir haben generell die Struktur Select, dann Spaltenliste, from, Tabellenname. Dann fügen wir ein Where an und in dem Where verwenden wir einen Vergleichsoperator und nach dem Vergleichsoperator fügen wir die Unterabfrage ein. Das heißt, hier, wo steht Select Abfrage, da wäre die Unterabfrage zu platzieren. Diese Unterabfrage wird ausgeführt, liefert ein Ergebnis und das Ergebnis wird dann eingesetzt, um innerhalb des Where, Spaltenname Vergleichsoperator, den Vergleich dann tatsächlich durchzuführen. Und es kann sein, dass an dieser Stelle Select Abfrage ein Wert zurückgegeben wird oder eben mehrere Werte. Und dann muss man natürlich auch den Vergleichsoperator so auswählen, dass er mit einem Wert oder mit mehreren Werten umgehen kann. Man verbindet also zwei SQL-Abfragen, indem man sie ineinander schachtelt und die innere Abfrage geschickt platziert, sodass sie einfließt in die äußere Abfrage. Wir schauen uns jetzt an, wie eine Abfrage aussehen kann, wenn innerhalb der Unterabfrage mehrere Werte zurückgegeben werden, also mehrere Zeilen zurückgegeben werden. Dann heißt das, wir können keinen Vergleichsoperator mehr nutzen, der tatsächlich die Gleichheit oder Ungleichheit mit nur einem Wert prüft. Wir müssen jetzt Vergleichsoperatoren nutzen, die auf Mengen operieren. Und das können zum Beispiel die Vergleichsoperatoren all, any, in und exist sein. Über diesen Vergleichsoperator, den wir einsetzen, wenn wir mehrere Zeilen als Ergebnis der Unterabfrage haben, ist, dass dieser Vergleichsoperator in der Lage ist, tatsächlich auch mit mehreren Werten zu vergleichen. Und wir greifen uns hier einmal den Vergleichsoperator all heraus, den wir nutzen, um mit allen Datensätzen innerhalb der Unterabfrage zu vergleichen. Wir kombinieren das mit den Vergleichsoperatoren größer, kleiner, größer gleich oder kleiner gleich. Und in dem Beispiel hier soll es darum gehen, dass wir die Gehälter der Mitarbeiter analysieren. Und zwar haben wir eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern in einer speziellen Abteilung, in der Abteilung Vertrieb, mit der Abteilungsnummer 5. Und die möchten wir mit Mitarbeitern aus einer anderen Abteilung vergleichen, wo also eine andere Abteilungsnummer vorliegt. Und da möchten wir fragen, welche Mitarbeiter gibt es, die weniger verdienen als jeder andere Mitarbeiter in der Abteilung Vertrieb. Das heißt, wir würden prinzipiell auch mit dem Minimum arbeiten können, mit dem Minimum über die Mitarbeiter aus der Abteilung Vertrieb. Wir entscheiden uns aber hier dafür, diesen Vergleichsoperator mit einer Mengenoperation zu nutzen. Und wir schauen uns jetzt Schritt für Schritt an, wie wir diese Abfrage mit Unterabfrage innerhalb der Datenbank aufbauen würden. Und das ist jetzt zunächst nur die Unterabfrage. Also ich möchte das Gehalt herausgreifen aus der Tabelle der Mitarbeiter. Und zwar nur für die Mitarbeiter, wo die Abteilungsnummer 5 ist. Das ist die Vertriebsabteilung. Das wissen wir in dem Fall vorher. Und wir erwarten, dass wir hier mehrere Gehaltswerte zurückbekommen. Also eine Liste von Gehaltswerten. Aber nur eine Spalte, die zurückgeliefert wird. Wir führen das aus und wir sehen, es ist tatsächlich das erwartete Ergebnis.
Wir bekommen eine Liste von Gehältern, die für die in dem Fall 4 Mitarbeiter der Vertriebsabteilung gelten. Welche Mitarbeiter das sind, das ist uns hier an dieser Stelle egal, weil wir im nächsten Schritt, wenn wir die darumliegende Abfrage einbauen, nur an dieser Menge dieser Gehälter, die in der Vertriebsabteilung gezahlt werden, interessiert sind. Menge hier im mathematischen Sinne, diese Menge von Werten, die wir als Ergebnis zurückbekommen können. Und wir bauen jetzt noch die vollständige Abfrage auf. Das heißt, den ersten Teil, bevor die Unterabfrage eingebaut wird. Select Stern vom Mitarbeiter. Wir möchten alle Spalten aus der Tabelle Mitarbeiter bekommen. Dann hängen wir die Bedingung an. Where Gehalt kleiner all. In diesem Falle all, weil wir wissen, wir bekommen hier eine Menge von Werten zurück. Und das führt uns dann zu dem Abfrageergebnis, dass wir nur die Mitarbeiter herausbekommen, deren Gehalt kleiner als das Gehalt aller Mitarbeiter in der Vertriebsabteilung ist. In der Abteilung mit der Abteilungsnummer 5. Also die Mitarbeiter, deren Gehalt unter dem Gehalt der Vertriebsmitarbeiter liegt. Es wird hier sozusagen einzeln das Gehalt eines Mitarbeiters mit allen Gehältern, die wir in der Unterabfrage zurückbekommen haben, verglichen. Und wir führen das aus und erhalten eine Menge von Mitarbeitern und dafür die Angaben in allen Spalten der Mitarbeitertabelle. Und wir schauen in die Spalte Gehalt hinein. Das Gehalt dieser Mitarbeiter ist kleiner als alle einzelnen Gehälter, die wir in der Vertriebsabteilung vorfinden. Und damit haben wir tatsächlich nur eine Teilmenge der Mitarbeiter herausgegriffen. Die Mitarbeiter, die noch weniger bekommen als das, was die Mitarbeiter in der Vertriebsabteilung bekommen. So viel also dazu, wie man mit einer Unterabfrage arbeitet, die mehrere Werte zurückliefert. Und speziell bei dieser Abfrage können wir auch eine Alternative formulieren, ohne diesen Operator OR zu nutzen. Wir können nämlich auch schreiben, Select Stern vom Mitarbeiter, wer Gehalt kleiner, und dann innerhalb einer Unterabfrage uns heraussuchen, wie das Minimum der Gehälter der Mitarbeiter der Vertriebsabteilung aussieht. Also wer Gehalt kleiner, Select Min Gehalt vom Mitarbeiter bei Abteilung gleich 5. Dann würden wir innerhalb der Unterabfrage das Minimum der Gehälter von den Mitarbeitern der Vertriebsabteilung suchen. Und dieses Minimum setzen wir dann einfach ein neben den Vergleichsoperator. Gehalt kleiner, dieses Minimum. Und lassen uns dafür alle Spalten aus der Mitarbeitertabelle ausgeben. Und das würde zu genau dem gleichen Ergebnis führen. Das heißt, wir haben in diesem Fall hier eine alternative Lösungsmöglichkeit, ohne diesen Vergleichsoperator all einzusetzen.